Herzlich willkommen hier bei Lottl Gaming. Montag, 18.04., neue Woche, neues Glück. Bin mal gespannt, wie die Gesundheitsleiste ausschaut, nachdem wir ja am Freitag bis nachts um 2 gearbeitet haben. Ja. Oh, Pflanze vergiss mal nicht. Das ist süß. Ja, die Gesundheitsleiste schaut relativ gut aus. Hab mit Schlimmeren gerechnet. So, Teichmann. Hat zum 11.04. gekündigt und die Freizeit AG zum 25.04. Okay. Soll uns jetzt erstmal gar nicht groß erschrecken. Fuhrpark ist ziemlich voll, das ist wünschenswert. So, dann schauen wir doch zuallererst mal zum Personalchef. LKW-Fahrer mit ADR-Schein. Sehr gut. So, jetzt haben wir aber wirklich ausreichend Fahrer. Gut. So ist das für uns doch ganz gut zu handeln. Dann schauen wir mal, welche Aufträge wir noch haben. Montag, der 18. Ich meine, heute sind einige noch zu erledigen. Jawohl, hier sehen wir schon. Ui, ganz schön viel im Tanksektor. Okay, Kühlsektor. 20. Gut beschäftigt. 18. 8. Das ist viel nach Karlsruhe. So, akzeptieren. Zabinski. Abfahren. Der Auftrag muss bis 16 Uhr gemacht werden. Das schaffen wir. Sehr gut. Tankauftrag haben wir jetzt auch. Bis 14 Uhr muss er erledigt sein. Werden wir auch geschafft haben. So, ganz kurz. Terminplaner nix. Ja, die Verträge muss ich verlängern. Oder neu aushandeln, besser gesagt. Das darf ich nicht vergessen. Okay. Was habe ich jetzt noch da? Tank. Tank, Kühl. Ich habe alles. Für den 18. haben wir hier 26 Frachteinheiten nach Kaiserslautern bis 12 Uhr. Jawohl, neuer Fahrer. Dann nehmen wir den Kollegen Franke. Abfahren. Schaffen wir auch rechtzeitig. Jawohl. So, im Tankbereich sind wir ganz safe. Kühl haben wir morgen richtig was zu erledigen. Und heute noch. Also 18 Frachteinheiten. Die fahren wir nach Karlsruhe. Versichern. Auftrag erledigt. Und der letzte brisante Auftrag und dann können wir erstmal kurz durchatmen. Es war klar, dass wir bis nach Straßburg fahren müssen. Oh nein, wir müssen komplett. Ach, das ist doch nervig. Aber gut, so ist das. Kann man nicht ändern. Putsche habe ich keinen Auftrag.
So. 45 Frachteinheiten hier nach Stuttgart. Akzeptieren. Bernstein. Abfahren. Versenden. Sind alle am 20. Okay, drei drei Tieflader habe ich noch. Die schauen wir, dass wir gleich wegbekommen. Super. So, wir haben einen Uhrzeitwechsel auf 9 Uhr. Dann gucken wir doch glatt nochmal, dass wir noch einen Tankwagen wegkriegen. Vielleicht habe ich hier die 26 Frachteinheiten. Oh, habe ich leichter. Ich habe 29. Dann machen wir den 29 Frachteinheiten Auftrag jetzt. Den da. Jawohl, fahren wir nach Stuttgart. Gut, das soll uns fürs Erste genügen. Dann heißt es jetzt ab ins Büro. Wir prüfen die Post und wir telefonieren. Nach Saarbrücken. Halten wir mal zurück. 21. Das geht. 20. Ja. 22. geht. Das geht auch. Nach Darmstadt. Nehme ich an. So, am 19. Das ist morgen nach Straßburg. Das ist eine Fahrt. Den mache ich, den lehne ich ab. So, 21. Ja. Nein, 20. schaffen wir nicht. Der Preis ist unterirdisch. Das mache ich. Mache ich das nicht. Fein. Telefon. Wer rufen an? Die Chip und Co. Reederei fehlt mir noch. Chip und Co. Wo ist er denn? Da, aus Mainz. Da geht immer keiner ran. Das ist schwierig. Okay, dann brauche ich die Firma Teichmann. Ist das richtig im Kopf? Ja, Teichmann, die ist in Heilbronn. Heilbronn. Morgen um 9.
Morgen um 10 mache ich fertig. Sehr gut. So. Uiuiui. Da geht's rund hier. Das kann ich machen. Das ist gut, dass der Manager sich wieder mit der Eisenbahn zusammengesetzt hat und Aufträge per Bahn verschickt. Das werde auch ich jetzt dann gleich machen. Schauen wir mal, was wir mit den LKWs anstellen können. Wir wollen kühl. Kühl ist wichtig. Wir haben wieder etliche Sachen, die ablaufen. Also 1, 2, 3 für morgen. Uhuhu. So, den Tieflader, was schicken wir denn raus? Zwei, die großen. Ja, ist egal. Einen von beiden einfach. Nehmen wir gleich den. So, der LKW ist um 13:30 da, das ist ein erfreuliches. Das ist sehr erfreulich, so, das wollte ich sagen. Reederei, Schipp und Co. Jetzt habe ich sie. Einen Termin vereinbaren. Morgen um 13 Uhr mache ich. Wiederhören. Ich bedanke mich. Wir prüfen den Logistikhinweis. Das ist alles gut. Dann fahre ich jetzt zum Hafen. Ah, das sieht gut aus. Jawohl. Schiff buchen. Hat geklappt. Dann fahren wir noch zum Bahnhof. Das sieht auch gut aus. Gut, dass das Sattelauflieger wieder da ist. Wir fahren jetzt zurück in die Zentrale. Schauen wir mal. Die 59 Frachteinheiten sind da. Das ist gut. 59. Der fehlt.
So, der Auftrag ist jetzt fertig. Schauen wir mal, was jetzt wieder da ist. Ah, gut, der Kühl ist da. So, 19. 7 Frachteinheiten. Schnell nach Karlsruhe rüberdüsen. Perfekt. Taube. Hänge ab. Abfahren. Versenden. Morgen früh um 8 ist er wieder da. Das hat noch Luft. 19. 19. Wow! Nach Heilbronn, jawohl. Bevor wir jetzt wieder wild Aufträge annehmen, machen wir uns das wieder einen Überblick. Also am 21. habe ich Tank. Einen. Zwei. Am 22. habe ich einen. Am 19. Und am 21. Das wäre Tank. Tieflader habe ich für 19 noch. Geht eigentlich. So, wuhu, kühl, da wird's spannend. Am 20. habe ich einen Großauftrag. Da ist noch ein böser Tieflader, den habe ich voll übersehen. Den muss ich auch noch irgendwie unterkriegen. Okay. Dann wissen wir Bescheid. Dann verlegen wir mal ins Büro. Pritsche. Ja, mache ich. Container geht weg. Kühl. Am 21. Das muss nach Saarbrücken. Ja. Tank am 21. nach Straßburg. Ja. So, jetzt Tieflader am 2. Ne, den machen wir nicht. Geht nach Saarbrücken. Jawohl. Am 20. nach Mannheim. Am 21. nach Mannheim. Den lassen wir sausen. Das ist okay für mich.
Wir schauen jetzt nicht in die Post. Genau, es sind nämlich viele Fahrzeuge zurückgekehrt. Jetzt heißt es wieder auf die Piste schicken. Super. Sichern und versenden. Tank ist erledigt. Schauen wir als nächstes. So, hier den kleinen, jawohl. Wo müssen wir denn hin? Nach Saarbrücken. Neuer Fahrer. Simon, abfahren, kommt auf Nacht wieder. Das war wichtig. So, da ist mir einer nämlich durchgerutscht, der hängt hier hinten fest. 73.000 wollen wir nicht zahlen. Nach Karlsruhe, wie lange fährt man da? Ah, ich brauche einen anderen Fahrer. Ich brauche mindestens 5 Stunden da, Kell, der ist perfekt. Sehr gut, kommt heute Abend wieder. Jetzt Kühlaufträge. Der geht nach Heilbronn. So. Eggert, abfahren. Nein, neuer Fahrer. Doch auch wieder ein mit mindestens 5 Stunden. Erbach, abfahren, versichern. Kommt heute Abend wieder, das ist gut. Das ist spitze. Jetzt schicke ich noch die Pritsche raus. Dann geht's zum Bahnhof. Schön. So. Sicher buchen. Buchen. Ja,
gut. Das lohnt sich nicht. So, jetzt fahren wir noch über den Hafen. Nee. Das passt sehr gut. Ab in die Zentrale, dann schicken wir wieder unsere LKWs weg. Jawohl, und der Sattel. Flieger, Kühl ist da. Jetzt sehe ich dem Ganzen schon wieder sehr optimistisch entgegen. So, im Tankbereich 21, da 22 Frachter, nein. Perfekt. Aha. Ich muss eh nach Straßburg, okay. Brauche ich einen, der mir fahren kann. Versichern und versenden. So, das sind bis 12 Uhr mittags. Muss das erledigt sein. Der muss bis 17 Uhr. Okay. Das ist entspannt. Dann fange ich doch an und mache das so. Akzeptieren. Ne, da reicht ein anderer Fahrer. Neuer Fahrer. Alberg. Abfahren. Kommt heute Abend zurück. Wunderbar. Frachteinheiten, okay. Fahrer. Obwohl es passt, komm, fahr zu. Das passt. Morgens sind wir ganz schön voll. Fuhrpark. 18 Uhr kommt was zurück. Wunderbar. Dann warte ich hier jetzt schnell bis 18 Uhr. Und dann schicken wir wieder raus. Koblenz ist eine Stunde hin, eine Stunde zurück, genau, versichern.
Ja, dann wird's ein langer Abend, befürchte ich. So, am 21. Da kann ich noch nach Straßburg fahren. Ja, das kriege ich hin. Am 19. schaffe ich nicht mehr. 21. nach Mannheim. So, 22. Jupp. Ja, dann fahren wir jetzt wieder zum Hafen und zum Bahnhof. Und dann verschicken wir noch einmal mit den LKWs. Dann geht es in den Bus für den Feierabend. Wunderbar. Das aber. Okay. Ab in die Zentrale zur Geschäftsstelle. Ist auch spät, aber ich will noch losfahren. Ich muss losfahren. Den wollte ich sehen. Den Auftrag mache ich fertig. So.
Fertig. So, kühl. Das muss ich mir merken, die sind die Uhrzeit nicht mehr da. Da, 13 Frachteinheiten will ich noch wegbringen. Genau, akzeptieren. Anhänger ab. Abfahren. Ist auch schnell wieder da. Das ist gut. 19. Safe. Und jetzt kann ich den einen Kühlauftrag noch wegjagen. Tank. Was habe ich denn für ein Volumen? 10, 26 habe ich da. Na dann, der erste ist erledigt. Das war's. Gut gemacht. Geht's jetzt nach Hause. Familie. Ja, dann bedanke ich mich schon mal fürs Zugucken. Schaut wieder rein, lasst ein Abo da und bis dahin, ciao, bye bye.